So Mario, die Vorbereitungsphase ist rum. 5 Wochen hattest du Zeit mit einer ganz neuen Mannschaft, ganz neuen Verein. Das Ganze einzeln. Wie zufrieden bist du? Ja, jetzt zwei Tage vor dem großen Spiel gegen Bad Friedrichshain. Das wird sich zeigen nach dem Spiel, wie zufrieden ich bin. Was bisher geschehen ist, war ordentlich. Das war intensiv. Es war hart. Ich bin nicht ganz zufrieden gewesen mit der Urlaubsteilnahme einiger Spieler. Das hat mir nicht ganz gepasst in dieser Vorbereitung. Ich denke, ich hoffe, dass wir natürlich eine vernünftige Reaktion jetzt am Sonntag schon zeigen werden. Aber wir werden mit Sicherheit noch irgendwo 2-3 Wochen brauchen, bis wir alle Spieler auf dem gleichen Stand haben werden. Jetzt ist ja mit Bad Friedrichshain gleich in der ersten Runde des Bezirksliga-Pokals eigentlich der Knaller. Ihr beide gilt als Titelaspiranten für die Liga. Kommt das Spiel ein bisschen zu früh oder ist das eigentlich genau die Herausforderung, die du sagst, Mensch, das ist ein guter Einstieg in die Liga? Nein, das kommt nicht zu früh, das ist genau richtig. Das ist vor der Runde, das ist eine Generalprobe. Friedrichshain mit Sicherheit eine tolle Mannschaft, die letztes Jahr aus der Landesliga abgestiegen ist. Und das wird irgendwo ein Kräftemessen sein. Ich für mich werde irgendwo einschätzen können, wie weit ist meine Mannschaft, wie weit ist mein Team. Und von daher kommt dieses Spiel genau richtig. Die Dinge, die wir einstudiert haben bisher in der Vorbereitung, man darf nicht vergessen, es ist ein zusammengewürfeltes Team. Es sind sehr, sehr viele neue Spieler hier und das braucht seine Zeit. Das ist eine Findungsphase momentan. Von daher kommt dieses Spiel genau zur richtigen Zeit. Und ich hoffe, wir werden da eine vernünftige Antwort drauf geben. Und ich hoffe, dass wir da natürlich als Sieger vom Platz gehen werden. Ihr habt euch dieses Jahr die Meisterschaft zum Ziel gesetzt, das heißt also auch kein zweiter Platz. Ein großer Druck für dich und die Mannschaft oder ist es eigentlich das, was man sagt, hey, wenn ich diese Mannschaft zusammen habe, ist es eigentlich auch Pflichtprogramm? Ja, Druck mit Sicherheit, aber ich denke, wir müssen mit Druck umgehen können. Einige Spieler werden es mit Sicherheit noch lernen müssen. Ich denke, wenn ein Verein fusioniert und in der Bezirksliga spielt, kann es keine andere Marschroute geben wie den Aufstieg als Meister. Von daher ist es mit Sicherheit richtig, dass da ein riesen Druck auf uns waltet. Aber wie gesagt, damit müssen wir leben. Ich denke, dass wir qualitativ eine sehr gute Mannschaft haben und ein gutes Team. Wir haben in der Vorbereitung viele Teambuilding-Maßnahmen begangen und von daher denke ich, wir müssen lernen, mit diesem Druck umzugehen. Und wie gesagt, von der Qualität her traue ich der Mannschaft das mit Sicherheit zu. Charakterlich passt es auch. Also von daher denke ich, da müssen wir hinkommen und das ist unser Ziel, als Meister aufzusteigen. Ja. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Ich freue mich auf eine spannende Bezirksliga 2012-2013. Vielen Dank, Mario. Danke auch.